Herzlich willkommen im ZKM in der Ausstellung Writing the History of the Future. Mein Name ist Margit Rosen, ich bin die Leiterin der Sammlung des ZKM. Neben mir steht Peter Weibel, der künstlerische Vorstand. Writing the History of the Future. Die Künstler schreiben die Geschichte der Zukunft. Dass Künstler die Antennen der Gesellschaft sind und manche Dinge früher und anders wahrnehmen, ist ein Motiv, was in der Ästhetik und der Kunstgeschichte oft wiederholt wird. Wir laden Sie herzlich ein, uns durch die Ausstellung zu folgen und selbst zu sehen, wie Künstler neue Medien entdeckt haben und neue Horizonte aufzeigen. Diese Sammlung ist einzigartig, erstens durch ihren Bestand. Sie erstreckt sich über alle Medien, über alle Gattungen, das heißt über Malerei, Fotografie hinaus, zur Soundart, zur Performanceart und alle, die Kunstrichtungen im 20. Jahrhundert hervorgebracht worden sind, und vor allem Medienkunst von Fotografie bis Computer. Zweitens zeichnet sich diese Ausstellung aus durch das, was ich nenne Migration der Medien, nämlich ein neues Modell, wie eine Sammlung angelegt werden soll. Die bisherigen Sammlungen waren eher aufgebaut auf genealogische Prinzipien, ausgebildet an der Entwicklung der Malerei vor ungefähr 50 Jahren um 1900. Diese Ausstellung präsentiert ein neues Modell, wie eine Sammlung präsentiert werden soll. Das Werk, das Sie hier im Eingang sehen, ist die Arche Noah des koreanischen Künstlers Namjoon Paik aus dem Jahr 1989. Mit diesem Werk wollte Paik auch die Aufmerksamkeit auf die globale Erwärmung lenken. Er sagte dazu 1991, der Treibhauseffekt ist klar und er wird uns zwingen, über die erste Sintflut nachzudenken. Die Arbeit macht also deutlich, dass die Warnung vor der globalen Erwärmung nicht erst seit gestern ausgesprochen wird, sondern bereits seit dem Ende der 80er Jahre. Damals sprachen die Wissenschaftler allerdings noch vom Treibhauseffekt. Die biblische Geschichte der Arche Noah endet ja damit, dass Gott den Menschen verspricht, dass er nie wieder eine Sintflut schicken wird. Allerdings sagt dieses Versprechen wenig über die Wahrscheinlichkeit, dass die Meeresspiegel steigen werden und Wetterextreme zunehmen werden. Denn ganz offensichtlich brauchen Menschen keine göttliche Hilfe, um den Planeten unbewohnbar zu machen. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Grund, neben den von Margit Rosen erwähnten, wieso hier eben die Arche Noah von Namjoon Paik am Eingang zur Ausstellung Writing the History of the Future steht. Wie Sie wissen, ist die Arche Noah ein Sinnbild dafür, dass eben Noah auf dieser Arche seine Familie und die Welt gerettet hat. Unser Anspruch ist ein bisschen bescheidener. Wir wollen ja nicht die Welt retten, sondern wir möchten Kunstwerke retten. Weil Sammeln heißt nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass Kunstwerke nicht verschwinden, dass Kunstwerke nicht untergehen. Die Aufgabe der Sammlung ist genau dies, Werke für die Zukunft zu retten. Deswegen Writing the History of the Future. Indem wir sammeln, retten wir die Vergangenheit und damit auch die Zukunft. Wir möchten, dass diese Kunstwerke, diese medialen Kunstwerke, noch in 500 Jahren gesehen werden können. Das heißt Sammeln. Sie wissen, in Prado und anderen Museen werden Gemälde gesammelt. Die sind 500 Jahre alt, Gemälde auf Leinwand oder Holz. Die technologischen Bedingungen von Medienkunstwerken sind viel schwieriger. Dadurch ist unsere Aufgabe noch viel, viel schwieriger, dafür zu sorgen, dass Kunstwerke, schwierige technische Kunstwerke nicht verschwinden, sondern in 500 Jahren noch für das Publikum zugänglich sind. Deshalb ist das ZKM die Arche Noah der Medienkunst. Und das ist das Prinzip unserer Sammlung. Dieser Teil der Ausstellung zeigt, wie Künstlerinnen und Künstler Ende der 1960er Jahre eine neue Technik entdeckten und damit experimentierten. Die Videotechnik. Nach Fotografie und Film weiß das Fernsehen, das mit seinen elektronischen Bildern unsere visuelle Kultur völlig verändert hat. Künstlerinnen und Künstler hatten jedoch zunächst keine Möglichkeit, mit dieser Technik zu arbeiten. Alle Bilder, die auf Bildschirmen zu sehen waren, kamen von den großen Fernsehsendern. Und früh wurde die Kritik laut, dass die Fernsehsender dadurch einen zu großen Einfluss auf unser Denken und Handeln hätten. Die Situation änderte sich, als die japanische Firma Sony im Jahr 1967 dieses batteriebetriebene, tragbare Videogerät auf den Markt brachten, das sogenannte Sony Portapack. Nun konnten auch Künstlerinnen und Künstler elektronische Bilder erzeugen. Und nicht nur sie entdeckten Videotechnik, auch Psychologen, Sozialarbeiter und politische Aktivisten. Der Künstler Namjoon Paik fand dafür 1969 eine sehr schöne Formulierung. Er sagte, die Leute wurden ihr ganzes Leben lang vom Fernsehen angegriffen und jetzt können sie zum Gegenangriff übergehen.
Mit der Fotografie war das Herstellen von Bildern demokratisiert worden. Mit dem Sony Porter Pack wurde das Herstellen von beweglichen Bildern demokratisiert. Künstler filmten Lebenswirklichkeiten, die vom Fernsehen nicht gezeigt wurden. Und sie veränderten auch das Verhältnis von privaten und öffentlichen Bildern. Und sie entwickelten auch neue künstlerische Formate, zum Beispiel Performances, die nicht mehr vor Publikum aufgeführt wurden, sondern allein im Atelier vor der Videokamera. Den Künstlerinnen und Künstlern war die politische Dimension der Verfügbarkeit dieser Technik von Anfang an klar. In der ersten Nummer von Radical Software, einer Zeitschrift der Videoaktivistengruppe Raindance, war zu lesen: Macht wird nicht mehr in Land, Arbeit oder Kapital gemessen, sondern am Zugang zu Informationen und den Mitteln ihrer Verbreitung. Die Videoinstallation Wipecycle wurde von Frank Gillette und Ira Schneider für die Ausstellung TV as a Creative Medium geschaffen, die 1969 in der New Yorker Howard Weiss Galerie stattfand. Es ist ein Schlüsselwerk der Videokunstgeschichte. Es ist eine der ersten komplexen Installationen, die Closed Circuit verwendeten. Das heißt, die Betrachter konnten sich in Echtzeit live auf dem Bildschirm sehen. Der Galerist hatte die Installation direkt vor dem Eingang platziert. Wenn die Besucher aus dem Lift in das Loft traten, sahen sie einen Block mit 9 Monitoren und einer verwirrenden Vielfalt von Bildern. Auf dem mittleren Bildschirm sah man sich selbst. Über dem Monitorblock war eine kleine Kamera angebracht. Im Wechsel mit einer Fernsehsendung eines beliebigen Fernsehsenders. In den Ecken sieht man ein zeitverzögertes Bild seiner selbst im Abstand von 8 bis 16 Sekunden. Oben, unten, links und rechts auf den Monitoren voraufgezeichnete Videos. Hinzu kommt ein schwarzer Bildschirm, der gegen den Uhrzeigersinn über die Monitore wandert, der sogenannte Wipe. Deswegen heißt diese Installation auch Wipecycle, der sogenannte Wischzyklus. Die Installation konfrontierte den Betrachter mit den veränderten Lebensbedingungen des 20. Jahrhunderts, mit einer Umwelt, die zunehmend von elektronischen Bildern bestimmt war. Also in den 50er Jahren war das Fernsehen eingeführt worden. Die Betrachter sahen sich lokal, sie sahen sich zeitverzögert, sie sahen Bilder aus dem Weltraum und waren so mit einer veränderten Konstellation von Raum und Zeit konfrontiert. Das sollten sie erfahren. Darüber hinaus aber auch, dass sie Teil dieser neuen informationellen Umwelt waren. Eine Umwelt, die nicht nur aus Pflanzen und Tieren, sondern vor allem auch aus elektronischen Medien bestand. Oder wie Frank Gillette es sagte, der Betrachter sollte erfahren, dass er ebenso wie die Morgennachrichten ein Stück Information ist. Am Beispiel des Genres Porträtfotografie oder Porträtmalerei möchte ich Ihnen zeigen, das Modell unserer Ausstellung. Wie gesagt, normalerweise zählt das Modell der Genealogie, der stilistischen Ableitung, aber dieses Modell hat sich nur gebildet in der Zeit von 1880 bis 1930 am Beispiel der modernen Malerei. Und dieses Modell ist heute nicht mehr operativ, nicht mehr werkfähig. Wir schlagen ein neues Modell vor, nämlich die Migration der Medien. Das heißt, die Idee des Bildes wandert von einem technischen Trägermedium zum nächsten. Bei dieser Migration von einem technischen Trägermedium zum nächsten, von Leinwand auf Fotopapier, auf Bildschirm, verändern sich die Optionen des Künstlers, wie auch die Optionen für das Publikum. Hier sehen Sie eine Fotografie von Thomas Ruff, 1989, ein Porträt von Anna Giese. Und hier sehen Sie, dass dieser Fotograf ist ein Gefangener der Malerei. Er macht nämlich ein Brustbild, wie es alle Maler gemacht haben. Die Maler hätten die Chance gehabt, über Jahrhunderte, über Jahrtausende eine große Aufnahme zu malen, nur eine Fingerspitze. Sie hätten eine Zehenspitze malen können, sie hätten ein Ohr malen können, sie hätten nur einen Mund malen können. Wieso haben das die Maler nicht gemacht? Wieso haben die Maler immer nur gemacht, Brustbild oder Kopf oder das ganze Körper? Weil sie nicht die technischen Möglichkeiten hatten. Die Fotografie hat die Nahaufnahme eingeführt. Das heißt, man könnte plötzlich mit der Nahaufnahme Fragmente des Körpers
sehr isolieren. Die Maler hätten das machen können, jederzeit. Sie hätten jahrhundertelang Zeit gehabt, auch nur Körperfragmente zu malen. Sie hätten auch sagen können, ich nehme drei Leinwände und auf diesen drei Leinwänden zeige ich drei verschiedene Körperteile. Nein, sie waren fixiert auf eine Leinwand und auf diese normalen Abschnitte des Körpers. Deswegen ist dieser Fotograf ein Gefangener Malerei. Und jetzt zeige ich Ihnen nun bei einem Wiederkünstler wie Gary Hill, was tatsächlich eben der Wiederkünstler machen kann. Das zeigen wir Ihnen gleich. Wir stehen hier vor der vierkanaligen Wiederinstallation Suspension of Disbelief von Malereien von Gary Hill. Sie sehen da 30 Monitore, gesteuert vom Computer mit Hilfe von 4 Laserdiscs. Und hier sehen Sie genau das Modell. Sie sehen hier Fragmente des Körpers verteilt auf 30 Bildflächen, Großaufnahmen von Körperteilen, die dann noch dazu gemischt werden, auf relativ unkenntliche Weise, Frauenkörper und Männerkörper. Also Sie sehen hier, das technische Medium Video erlaubt einem, den Körper in unendlich viele Fragmente zu zerlegen. Es wird dann sequenziell aufgereiht, also nicht räumlich, sondern zeitlich basiert. Weil die Medienkunst ist ja eine zeitbasierte Kunst. Und Sie sehen ja nun eben die Sequenzfotografie, wird übertragen in ein sequenzbewegtes Bewegtbild. Also was der Maler nicht kann, er macht nur ein fixes Porträt von dem ganzen Körper oder von der Brust, Brustporträt oder Kopfporträt. Das kann der Videokünstler machen, wenn er die technischen Möglichkeiten hat. Er zerlegt den Körper in Fragmente und gibt dadurch ein ganz neues Körpergefühl zum Ausdruck. Und darüber hinaus zeigt uns ein ganz anderes Bild des Körpers, nämlich ein technisch basiertes Bild des Körpers, wie es ja nur das Medium Videocomputer kann. Hier sehen Sie sehr deutlich das Modell, die Migration der Medien, die Wanderung des Bildes von einem technischen Rädermedium zur nächsten, erlaubt neue Möglichkeiten für den Künstler wie für das Publikum. Das zeigen wir dann nochmal deutlich im nächsten Stück. Ich betrete hier das Bildfeld und ich werde hier porträtiert, aber nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das berühmte Buch von David Brecht, Wer bin ich und wie viele. Sie sehen hier, ich kann mich zum ersten Mal selbst abbilden. Das konnte weder die Malerei noch die Fotografie, die Selbstabbildung des Publikums. Also es gab immer nur Selbstporträts des Malers oder Auftragsporträts. Hier zum ersten Mal kann sich das Publikum selbst abbilden. Und zwar noch auf eine zeitbasierte Weise, nämlich nacheinander und vervielfältigt. Ich kann eine Nachnahme von mir machen, ich kann mich vermehren, ich kann mich durcheinander bringen, ich kann mich kombinieren, ich kann meinen Kopf sozusagen auf den Kopf anderer Leute setzen. Sie sehen alle viele Möglichkeiten. Also diese Möglichkeiten der Multiplikation und der Speicherung in der Zeit und der Vervielfältigung hat weder die Fotografie gemacht noch die Malerei. Ein Maler hätte auch sagen können, ich mache ein Porträt und zeige die verschiedenen Zeitetappen auf einem Bild, drei Phasen seines Lebens. Ein Fotograf hätte sagen können, okay, ich mache ein Porträt in verschiedenen Phasen der Bewegung. Das hat er gemacht, aber nicht mehr. Und hier kann ich sagen, in Echtzeit, das heißt live, kann ich erleben, wie ich ein Porträt für mich selber habe, in verschiedenen Zeitphasen, in verschiedenen Momenten. Das kann ihm nur ein computergestütztes Medium wie hier. Das ist die Arbeit im Echo von Ira Schneider, 1975. Hier ein weiteres Publikumsporträt, Portrait on the Fly von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau, 1995. Ich trete in das Bildfeld, man sieht hier fliegende, schwirrende Fliegen und plötzlich entsteht die Kontur von mir selber. Sie sehen hier, ich werde abgebildet in der Kontur durch Fliegen, die herumschwirren. Also ein Selbstporträt in Echtzeit, gebildet von Fliegen. Dieser Teil der Ausstellung widmet sich der Entdeckung der Computertechnologie in den Künsten. Die ersten Computer wurden 1948 der Öffentlichkeit vorgestellt. Und die Frage, ob die mechanischen Gehirne denken können oder ob sie doch nur einfache Rechenmaschinen sind, wurde von Anfang an auch daran festgemacht, ob diese Maschinen auch schöpferisch sein könnten. Der britische Mathematiker Alan Turing beispielsweise sagte 1949, dass Computer in alle Bereiche des menschlichen Denkens vordringen werden und eines Tages auch Sonette verfassen könnten.
Eines der ersten computergenerierten Gedichte weltweit, von denen wir wissen, wurde 1959 in der Zeitschrift Augenblick veröffentlicht. Der Titel lautete Stochastische Texte. Der Autor des Artikels und der Programmierer war der Mathematiker Theo Lutz. Und das Gedicht wurde auf einer ZUSE Z22 an der Technischen Hochschule Stuttgart errechnet. Zwei Originalausdrucke des Gedichts haben überlebt. Einer befindet sich im Literaturarchiv Marbach und einer in der Sammlung des ZKM. Das Gedicht, das Sie hier sehen, beginnt mit den Worten: Nicht jeder Blick ist nah, kein Dorf ist spät. Ein Schloss ist frei und jeder Bauer ist fern. Jede Fremde ist fern, ein Tag ist spät. Jedes Haus ist dunkel, ein Auge ist tief. Es sind insgesamt 70 Zeilen und alle Worte, die Sie soeben gehört haben, stammen aus einem Roman. Auf Vorschlag eines Freundes von Theo Lutz, Ole Gunzenhäuser, entnahm Lutz 16 Substantive und 16 Adjektive aus Franz Kafkas Roman Das Schloss. Und zusammen mit Wörtern wie ist und logischen Operatoren wie und oder konnte das Programm daraus über 400.000 Elementarsätze bilden. Mit anderen Worten, dieses Gedicht ist nur ein kleiner Ausschnitt aller möglichen Gedichte. Die Provokation dieses Experiments bestand darin, dass Computer die letzte Bastion des menschlichen Denkens einnehmen wollten, die Kunst, die Dichtung, die Musik. Die Menschen hatten Angst vor der Automation, würden Computer nicht nur die Buchhalter ersetzen, sondern auch die Künstler. Ängste dieser Art wurden allerdings meist von Philosophen und Journalisten geäußert, denn die Programmierer selbst wussten sehr wohl, dass der Computer weder dachte noch künstlerische Entscheidungen traf, sondern einfach einen Algorithmus abarbeitete. Im Hinblick auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind heute ganz ähnliche Diskussionen zu beobachten. Aber wie Alan Turing schon vor 70 Jahren wusste, ob wir Maschinen zugestehen, dass sie denken, hängt einfach davon ab, was wir als Denken definieren. Und ein gutes Gegenbeispiel war der Gegenspieler in dieser Diskussion von Alan Turing, der Neurochirurg Geoffrey Jefferson, der sagte, Denken bedeutet immer auch Empfinden. Und nur wenn eine Maschine, die ein Gedicht schreibt, sich über den Erfolg freuen könnte oder wenn sie traurig wäre, wenn ihre Elektronenröhren schmelzen, dann erst wäre eine Maschine intelligent. Das Gedicht von Theo Lutz wurde auf einer ZUSE Z22 errechnet. Ein Modell dieses Computers steht hier. Der Computer ZUSE Z22 mit der Seriennummer 13 steht unter Denkmalschutz. Er ist einer der ältesten, funktionsfähigen und originaltreu erhaltenen Röhrenrechner der Welt. Der Rechner wurde von 1961 bis 1971 an der Fachhochschule Karlsruhe verwendet und 2004 übernahm das ZKM die ZUSE Z22 als Dauerleihgabe. Der Computer wurde innerhalb von 2 Jahren von 1955 bis 1957 von der Konrad ZUSE AG entwickelt. Leitender Konstrukteur war der Diplomphysiker Lorenz Hanewinkel. Das mit 415 Elektronenröhren ausgestattete Modell war der erste serienmäßig ausgelieferte Röhrenrechner in Deutschland. Hier sieht man die Vakuumröhren, mit denen die Z22 rechnet. Sie rechnet für die damalige Zeit in einer spektakulären Geschwindigkeit. Aus heutiger Sicht ist das eher unverständlich. Ein einfacher Laptop-Prozessor rechnet etwa um das 1-Millionenfache schneller. Darüber hinaus verbrauchten die Vakuumröhren sehr viel Energie und erzeugten enorme Wärme. Mit der Verlustwärme von über 5 Kilowatt könnte man eine ganze Wohnung heizen. Computer dieses Modells wurden insbesondere in der Betriebswirtschaft, Bautechnik, Elektrotechnik, im Maschinen- und Kernreaktorbau sowie im Bergbau eingesetzt. Und dieses Modell wurde insgesamt 55 Mal verkauft, 50 Mal in Deutschland, 5 Mal im Ausland
Und der Preis für eine Anlage belief sich auf etwa 250.000 Mark. Das muss man im Verhältnis zum damaligen Geldwert sehen. Der Stundenlohn eines Arbeiters lag bei einer Mark 20 oder einer Mark 50 und ein Facharbeiter bei 2 Mark. Dass so ein unglaublich teures und wertvolles Gerät für experimentelle Dichtung verwendet werden durfte, war nicht selbstverständlich. Jedoch sind fast alle Werke der frühen sogenannten Computerkunst der 1960er Jahre auf derartigen Geräten entstanden. Denn glücklicherweise halten sich Menschen, wenn eine neue Technologie in die Welt kommt, nicht an die Gebrauchsanweisung, sondern experimentieren damit und probieren aus, was man damit sonst noch alles machen könnte. Ich stehe hier vor dem Werk von Michel Bray und Edmond Cuchot, die Pusteblumen von 1990. Sie sehen auf dem Bildschirm Pusteblumen. Wenn ich dann in das Mikrofon hineinblase, also in ein Gerät, das normalerweise Sound empfängt, passiert Folgendes. Ich blase eben die Puste-Elemente von der Blume weg. Wir haben eine intensive Computerinstallation, die zeigt, dass wir Natur nicht nur abbilden können, sondern dass wir die Mechanismen, die Morphogenese, das Wachstum, des Wachstums der Pflanzen nachmachen können. Wenn Leute so begeistert sind, dass Dürer ein Rasterstück zeichnen konnte, dann sage ich immer so was. Ein Rasterstück genau zu zeichnen können, ist nicht wirklich schwierig. Sondern was viel schwieriger ist, ist zu wissen, wie wächst die Blume, wie wächst das Gras. Also was sind die verborgenen, dem Auge verborgenen Algorithmen, Modelle, das genetische Algorithmen, ja, mathematische Formeln, die Form der Pflanze im Wachstum definieren. Ja. Und genau das haben wir nun gelernt. Also die vorige Kunst, der Jahrhunderte vorher, war eine mimetische Kunst, der hat gelernt, die Formen nachzumachen, die Formen der Natur. Heute haben wir gelernt, das Wachstum der Natur nachzumachen, die Morphogenese. Ja? Wie entsteht Form? Diese Prozesse, wie entsteht Form, das können wir heute mit mathematischen Modellen nachmachen. Das ist ein gewaltiger Sprung nach vorne. Die mimetische Abbildung von Natur ist einfach. Aber das Geheimnis der Natur, der Schlüssel, wie diese Formen entstehen, wie diese Formen wachsen, das ist schwierig. Und diesen Status haben wir erreicht. Und das zeigt mir diese Arbeit von Edmond Cuchot, Michel Bray, die Pusteblumen. Als in den 1940er Jahren bekannt wurde, dass es neue elektronische Rechenmaschinen gibt, begannen nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Philosophen und Künstler darüber zu spekulieren, wie diese Maschine die Welt und auch die Kunst verändern würde. Einer dieser Philosophen war der in Stuttgart lehrende Max Bense. Er publizierte eine Reihe von Büchern. Eines trug den Titel Die Programmierung des Schönen. Das war eine Provokation des bürgerlichen Kunstverständnisses, als würden Maschinen das göttliche Genie und damit auch den Menschen ersetzen. Durch einen Zufall fand Hiroshi Kawano, ein junger japanischer Philosoph, in einem Buchladen in Tokio diese Publikation von Max Bense. Und er überlegte sich, wie man die darin formulierten Ideen praktisch testen könnte. War es möglich, den Stil eines Künstlers in einem Algorithmus zu fassen und dann alle Werke zu generieren, die der Künstler nicht oder vielleicht noch nicht geschaffen hat? Der junge Philosoph brachte sich das Programmieren bei und 1964 publizierte er die ersten Ergebnisse seiner Arbeit. Er hatte mehrere Bilder in Blau, Rot, Gelb und Schwarz analysiert, eine Wahrscheinlichkeitsmatrix gebildet und dann durch ein Zufallsverfahren Bilder generiert, die ähnlichen Wahrscheinlichkeiten entsprachen. Die Bilder waren vom Computer errechnet, aber tatsächlich von Hand gemalt, denn in dieser Zeit gab es keine Farbdrucker. Die alphanumerischen Zeichen wurden mit Pinsel auf das Papier übertragen. Die technischen Möglichkeiten von Kawano waren sehr beschränkt,
Aber das Prinzip, dass man existierende Kunstwerke nimmt, sie in einen Computer füttert und auf dieser Basis neue Werke generiert, finden wir auch in der Gegenwartskunst. Das ist das Werk Closed Loop des britischen Künstlers Jake Elwes aus dem Jahr 2017. Was wir sehen, ist eine Videoaufzeichnung eines Gesprächs zwischen zwei künstlichen Intelligenzen. Die eine künstliche Intelligenz spricht in Bildern, die andere in Worten. Eine künstliche Intelligenz generiert ein Bild, die andere künstliche Intelligenz beschreibt, was darauf zu sehen ist. Darauf reagiert wieder die erste künstliche Intelligenz und versucht, das, was hier in Worten beschrieben ist, in ein Bild umzusetzen. Wir werden Zeuge einer wunderbaren Serie von sehr unterhaltsamen Missverständnissen. Das generative neuronale Netzwerk, das Sprache erzeugt, wurde auf 4,1 Millionen Datensätzen trainiert. Das bilderzeugende Netzwerk auf über 14 Millionen Bildern. Künstliche Intelligenzen lernen sehr langsam. Ein Kind muss ein paar Flugzeuge sehen, um zu wissen, was ein Flugzeug ist. Ein künstliches neuronales Netz muss Zehntausende von Flugzeugen sehen, um Flugzeuge sicher identifizieren zu können. Die Idee, dass Computer sich miteinander unterhalten oder ein Computer ein Kunstwerk für einen anderen Computer erzeugt, hat eine lange Geschichte. Schon in den 60er Jahren gab es die Idee, mit Computern nicht nur Bilder zu erzeugen, sondern von Computern auch bewerten zu lassen, ob es sich bei einem Bild um Kunst handelt. Und um noch etwas weiter in der Geschichte zurückzugehen, als Alan Turing 1949 sagte, Computer würden eines Tages fähig sein, Gedichte zu schreiben, bemerkte er in einem Nachsatz, dass aber es vermutlich ein Computer sein wird, der ein von einem anderen Computer generiertes Gedicht am meisten genießen würde. Wir haben begonnen, diese Führung mit Achanor von Amtschon Beck. Sie wissen, der Arche ist ein Schiff, ein Vehikel auf dem Medium Wasser. Wir enden mit der Arbeit von Fabrizio Blesse. Das Wasserrad, das hat der Titel Tempo Liquide, flüssige Zeit. Deswegen, weil die industrielle Revolution eine radbasierte Technologie, angefangen vom Mühlrad ja, bis zu den Fahrrädern, bis zu den Rädern, mit denen wir uns bewegen, Auto, Fahrrad, Flugzeug und so weiter. Diese radbasierte Technologie der industriellen Revolution hat eine Beschleunigung hereingebracht, die das ganze 20. Jahrhundert dominierte. Nun aber, im 21. Jahrhundert haben wir nicht mehr die Wasserwellen ja, als Träger unserer Kommunikation, wir haben elektromagnetische Wellen. Ja. Die Botschaften werden transportiert mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Genau das, was wir jetzt tun. Sie befinden sich zu Hause, wir befinden uns hier. Wir befinden uns in der Informationsrevolution, die wir aufgebaut auf drahtlosen Signalen, die auf elektromagnetischen Wellen transportiert werden. Und deswegen hören wir auf mit dieser Arbeit, um Ihnen zu zeigen, die Ausstellungszeit CAM umfasst ein ganzes Jahrhundert ja, von den Radtechnologie bis zur Technologie der elektromagnetischen Wellen. Mir bleibt es Ihnen dafür zu danken, dass Sie uns durch die Ausstellung gefolgt sind. Und so schön es ist, allein im Museum zu sein, so sehr freuen wir uns auf den Zeitpunkt, an dem auch wieder Sie hier ans Haus kommen können und die Werke vor Ort erleben. Bleiben Sie gesund und auf bald. Wir hoffen, es geht euch gut und Sie sind vor dem Coronavirus auf der Hut.